Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, so bin ich selten eingeführt worden. Herzlichen Dank, Herr Vorpel. Ich habe gegenüber Herrn Vorpel ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich bin nämlich heute Morgen ganz problemlos hier hingekommen, in 20 Minuten, und frage mich jetzt, was habe ich falsch gemacht? Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor kurzer Zeit las ich den Kommentar eines Vaters, der drei Töchter hatte. Und der gesagt hat: Meine älteste Tochter nutzt das Internet. Meine mittlere Tochter lebt mit dem Internet. Meine jüngste Tochter lebt im Internet. Ich denke, diese eher persönliche Beobachtung, die manche von Ihnen, seien Sie sozusagen Lehrerinnen und Lehrer, seien Sie Elternteile, auch machen können, macht deutlich, in welcher kurzen Zeitspanne eigentlich seit Beginn der 90er Jahre das Internet sozusagen unser Leben bestimmt, aber noch viel mehr das Leben unserer Kinder, das Leben unserer Schülerinnen und Schüler, das Leben unserer Enkel bestimmt. Aus diesem Grunde sozusagen ist dieser Kongress auch so wichtig. Aus diesem Grunde ist es auch für Schulen wichtig, in der pädagogischen Arbeit, im schulischen Alltag, diese Medien, die da sind, das Internet, die Möglichkeiten mit dem Internet zu nutzen, dass man sozusagen lernt, mit diesem Medium zu leben. Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und einen schönen Gruß. Einen schönen Gruß von unserer neuen Schulministerin Silvia Löhrmann, mit der ich vor kurzem gerade auch noch über dieses Thema sprach und die mir aufgetragen hat, Ihnen zu sagen, dass auch Sie das Lernen mit den sogenannten neuen Medien, so neu sind sie ja gar nicht mehr, das Lernen mit diesen Medien, dass das wichtig ist für unsere Schulen, dass das zentral wichtig werden könnte für unsere Schulen in allem, darauf komme ich noch zurück, in den Chancen, auch in den Risiken, die darin liegen. Ein herzliches Dankeschön von Landesseite den bewährten Partnern. Gerade ist ja schon mal deutlich gemacht worden, was diese Service-Allianz sozusagen bedeutet. Den Partnern der Medienberatung NRW, lieber Michael Tessel, lieber Herr Vorpel, und vor allen Dingen einem Partner, der dem Land, der uns als Schulministerium in den letzten Jahren eigentlich immer wichtiger geworden ist, der sogenannten LFM, der Landesanstalt für Medien. Frau Appelhoff, Sie haben gerade ja schon gesagt, sozusagen, was es bedeutet, mit den neuen Medien zu lernen und was man alles machen muss, um damit sozusagen fertig zu werden. Last but not least haben wir heute die Wissenschaft hier, Herr Professor Breiter vom Institut für Informationsmanagement in Bremen. Der ist da, und er ist da, weil er sozusagen etwas getan hat, was für uns ganz wichtig ist. Er hat, wenn man so will, eine wissenschaftliche Studie gemacht, und er hat die Mediennutzung und die Medienkompetenz in den Klassen 5 und 6 des Landes NRW einmal empirisch untersucht, und er wird heute seine Ergebnisse vortragen. Das Buch ist brandneu, ich habe es gerade erst gekriegt. Ich habe aber schon mal sozusagen vorher mit Herrn Breiter Kontakt gehabt, und sozusagen, wenn ich das richtig sehe, dann wird er uns sagen, es gibt zwar hoffnungsvolle Ausgangsbedingungen in NRW für die Mediennutzung. Es gibt auch ernsthafte Ansätze von Mediennutzung in der Schule, aber es gibt durchaus noch Spielräume. Ich will das mal sehr diplomatisch beschreiben. Spielräume bei der Frage, welche pädagogischen Chancen liegen denn in den neuen Medien, und vor allen Dingen auch sozusagen, wir sind uns noch nicht darüber im Klaren, wie relevant diese neue Medienwelt, ich nenne nur Facebook zum Beispiel, wie relevant die neue Medienwelt für das Leben unserer Schülerinnen und Schüler heute auch wirklich ist. Und wir dürfen in diesem Zusammenhang sozusagen auch die Schulträger nicht vergessen, die ja, was die Ausstattung anbetrifft, hier bei der Frage der Ausstattung, der Hardware sozusagen eine große Rolle spielen. Wenn ich es richtig gelesen habe,
dann verdeutlicht die Studie von Herrn Professor Breiter auch, dass selbst die Möglichkeiten, die wir, das heißt das Schulministerium, die Medienberatung NRW, den Schulen heute schon einräumt, dass selbst diese Möglichkeiten noch nicht so genutzt werden, wie sie genutzt werden könnten. Ein Beispiel mag das verdeutlichen. Ich nenne hier den Download-Service Edmond NRW mit gegenwärtig über 4000 Medien. Zu diesen Medien gehören beispielsweise die Beiträge des Schulfernsehens, der Sender WDR, Bayerischer Rundfunk, Südwestfunk, die Hörfunkbeiträge der WDR-Sendung Zeitzeichen. Die Älteren unter uns kennen die alle, die Jüngeren sozusagen hören sowieso eins live. Die Podcasts der Landeszentrale für politische Bildung, die heute auch hier ist und sozusagen ihre Materialien hier verteilt. Und die vom FEU, dem Medieninstitut der Länder in München, didaktisch aufbereiteten DVDs, die Sie in Ihren Medienzentren vor Ort sozusagen auch ausleihen können. Das ist aber etwas, was heute auch schon nicht nur ausgeliehen wird, sondern was im Unterricht, wenn man die entsprechenden Möglichkeiten hat, schon digital nutzbar ist. Und meine Damen und Herren, Edmond NRW stellt nicht einfach nur Inhalte zur Verfügung, nein, mit diesen Inhalten kann sozusagen kreativ umgegangen werden. Sie können nicht nur angehört werden, sie können auch reflektiert werden. Ja, damit kann auch sozusagen gearbeitet werden mit den Medien. Es wird auch damit gearbeitet, das muss ich auch sagen. Das Angebot wird sozusagen durchaus angenommen. Sozusagen ist, wenn man das alles mal zusammennimmt, dann kann man sagen, das, was genutzt wird, entspricht einer Videospielzeit von 2,7 Jahren. Das ist schon sozusagen ganz erheblich. Also, ich glaube, auch das ist eines der Ergebnisse von Herrn Professor Breiter. Die digitale Welt ist durchaus in den Schulen angekommen. Das kann man so sagen. Ich sehe, er guckt etwas sozusagen bedenklich, aber ich will mal bei der These bleiben, die digitale Welt ist angekommen, aber eben noch nicht in dem Maße sozusagen, wie es sein könnte und noch längst nicht in dem Maße, wie es sein sollte. Wir, das Schulministerium NRW und die Medienberatung NRW arbeiten sehr intensiv daran, dass sich das ändert. Wir werden geholfen vom LFM dabei. Und sozusagen, wir sagen das nicht nur, wir tun das auch. Mitte Dezember dieses Jahres wird die LearnLine 2.0 an den Start gehen. Viele von Ihnen kennen noch die alte LearnLine. Es wird eine LearnLine 2.0 geben. Sie wird zum ersten Mal sowas wie eine digitale Gesamtlösung für unsere Schulen in NRW darstellen. Sie stellt, und das ist neu, sowas wie eine lernförderliche Infrastruktur für aktives und selbstgesteuertes Lernen im Internet dar. Das heißt, Content wird nicht nur bereitgestellt, das heißt, es ist aktives Lernen mit den Inhalten möglich und wir werden alles tun, diese LearnLine 2.0, die jetzt an den Start geht, weiter aufzubauen, weiter auszubauen. Damit ist ein Anfang gemacht, aber jetzt werde ich politisch sozusagen, wir haben auch ein ehrgeiziges Ziel in NRW. Die neue Landesregierung will NRW nicht nur zum Medienland Nummer 1 machen, sondern zum Medienkompetenzland Nummer 1 machen. Und um das zu erreichen, ist einiges notwendig. Frau Appelhoff hat das gerade schon gesagt. Es ist notwendig, dass die Konzepte, dass die Materialien, dass die Inhalte, die uns die Medienberatung NRW, die uns LearnLine 2.0 zur Verfügung stellt, in den Schulen wirklich in vollem Umfang ankommt. Es ist notwendig, dass darum herum die fachlichen Kenntnisse der Lehrerinnen und Lehrer aufgebaut werden, um mit diesen Materialien und Konzepten umzugehen, sinnvoll, pädagogisch umzugehen, nicht um jeden Preis neue Medien einzusetzen, aber da, wo es möglich ist, da ist, wo Chancen eröffnet, die neuen Medien einzusetzen. Es ist notwendig, dass Lehrerinnen und Lehrer fortlaufend befähigt werden, die Medien pädagogisch einzusetzen. Das heißt, das ist eine Bringschuld des Ministeriums, wir müssen
mehr in die Fortbildung investieren. Darum kommen wir nicht herum. Und es ist notwendig, das ist ein Appell an die Schulträger, bei all ihren Schwierigkeiten, die sie alle kennen, dass die strukturellen und technischen Rahmenbedingungen entsprechend auch erhalten, besser noch verbessert werden. Es muss aber eins passieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was notwendig ist, was der Anfang von allem ist. Es müssen auch sowas wie die psychologischen Schranken gerade bei uns Älteren fallen. Und dieser Kongress heute soll auch so etwas sein wie ein, wenn man so will, wie ein Kongress, der die Schranken abbaut, wie ein Schwellensenker. Hier und heute, darauf ist hingewiesen worden, das heute ist ein Service. Hier können Sie sich über neue Entwicklungen informieren. Hier können Sie gute Ratschläge, ganz konkrete Ratschläge mitnehmen. Hier können wir auch und wir sollen wir auch über die Gefahren sprechen, die die neuen Medien, die das Internet für unsere Schülerinnen und Schüler ja auch hat. So ist ja nicht. Aber ungeachtet dieser Gefahren, denken wir, die wir uns dem Thema neue Medien in den Schulen jetzt seit 10 Jahren verschrieben haben, denken wir, dass die Chancen, dass die pädagogischen Chancen höher einzuschätzen sind. Herr Professor Breiter wird das gleich viel detailreicher, viel kompetenter, als ich es könnte, auch noch mal sagen, damit es auch sitzt. Ich lasse mal das jetzt etwas senken. Die Schwellen für Sie, Herr Professor Breiter, erhöhen sich damit. Mir bleibt noch eins zu tun. Ich wünsche dem Kongress viel Erfolg. Ich tue das in der Hoffnung, dass nicht nur in der Erdgeschichte, sondern auch in der Schule die Kreidezeit bald vorbei ist. Herzlichen Dank.